Wir stehen auf einer Linie, die Fußspitzen auf einer Linie und die Füße parallel. Das Becken sinkt nach unten. Ganz entspannt, der Kopf, der Scheitel zieht zum Himmel. Ich öffne mich, dehne alle Rumpfmeridiane, sammel Qi ein und lasse es zur Mitte meines Dandiens fließen. Zwischen Nabel und Nieren im Bauchraum. Das wiederhole ich, indem ich mit dem Atem einatme, nach oben steige, mit dem Ausatmen nach unten sinke und in den Bauchraum fließen lasse. Dann beginne ich leicht die Arme zu schwingen. Dabei schwingt mein Bauch vor und zurück. Leicht, locker. Alle folgenden Übungen machen wir ganz locker und entspannt. Ohne viel Kraft aufzuwenden. Öffne mich nach oben und lass die Schultern kreisen. Dabei ziehe ich die Arme wie ein Vogel, der in das Wasser eintaucht. Und auch Bauch sinkt nach innen, öffnet sich wieder nach oben, der Rumpf wird gestreckt. Entspann die Arme. Und nun dynamisch öffne ich die Brust nach oben, hebe den Kopf, in den Nacken gelegt. Öffne weit die Brust, Herz, Lunge, alles wird gedehnt. Jetzt lasse ich die Arme nach oben strecken, in den Himmel hinein und dann nach unten die Schultern fallen lassen, inklusive der Arme, wobei die Ellenbogen nach außen ziehen. Ganz entspannt und locker. Keine Kraft wende ich hierbei auf. Jetzt klopfe ich den Nacken aus. Dabei gehen die Ellenbogen so nah wie möglich zum Kopf, nach oben. Ich dehne Brust, Zwischenrippenmuskulatur, Herz und Lunge. Ganz nebenbei klopfe ich Gallenblasenmeridian im Kreuz aus. Dann öffne ich mich lang nach oben, lass die Schultern kreisen und komme vor dem Bauch wieder an. Lass die Schultern lang nach oben kreisen und mit dem Einsinken ausatmen nach unten in den Dandien sinken. Die Hände auf die Hüften und lass den Kopf ganz gerade nach vorne, sodass die Halswirbelsäule beweglich wird, die gesamte Wirbelsäule beweglich wird. Alle Organe werden massiert, der ganze Rücken gedehnt, gestretcht, inklusive Rumpfmuskulatur vorne und hinten. Alle Gelenke sind offen, auch die Knie sind offen. Jetzt lasse ich die Arme schwingen, wobei die Bewegung immer aus dem Becken initiiert wird. Das Becken dreht vor und die Arme fliegen hinterher. Arme kreisen. Ich lasse ganz locker den Arm schwingen und dann pendle ich nach hinten einen Kreislauf eine Sekunde lang. Führe den Arm so nah wie möglich am Körper vorbei, sodass das ganze Schultergelenk bewegt wird. Der ganze Körper geht bei dieser Übung mit. Wechsle ich auf die andere Seite, das Gleiche. Führe den Arm lang nach hinten,
nicht durchgestreckt, sondern locker in die Länge gezogen. Genieße, wie die Bewegung meine Schultern öffnet. Bleib sehr locker und entspannt. Nach den Natural Movements, die wir jetzt gemacht haben, beginnen wir mit Calligraphy Yoga und wir beginnen mit dem Reset. Öffnen uns nach unten, ziehen uns lang nach oben, strecken aus der Mitte heraus die Seiten, ziehen die Energie zurück zum Herzen und zurück in den Dandyan, in den Bauchraum. Wiederholen das Ganze. Bei all diesen Bewegungen genieße ich innerlich, genieße die Öffnung meines Körpers. Alle Zellen sind beteiligt. Jetzt beginne ich mit dem Double Eel Swimmer. Hierbei ist es wichtig, dass die Bewegung aus der Mitte heraus entsteht, sich nach oben öffnet, wie ein Fluss, ein Energiefluss aus der Mitte sich nach oben entwickelt und wieder zurückfließt zur Mitte. Dabei öffnet sich mein Bauch. Ich nehme ganz entspannt, sich nach vorne bei der Einatmung aufwölbt und bei der Ausatmung zurücksinkt. Diagonal 45 Grad nach vorne. Entspann. Genieße die Bewegung. 90 Grad bewege ich mich. Die Hände sind immer nach oben geöffnet, um Schultern, Ellenbogen. Jetzt dehne ich mich so weit wie möglich nach hinten. Auch hier der untere Rücken öffnet sich jeweils beim nach unten sinken und die Knie öffnen sich dabei. Komm jetzt langsam zurück nach vorne. Noch einmal nach vorne. Und drehe mich dann 45 Grad nach links. Immer mit dem Ausatmen sinkt der Bauch zurück und bringt meinen Rücken in eine runde, offene Position. 90 Grad nach links. Und drehe mich dann so weit ich komme nach hinten. Achte immer darauf, dass der untere Rücken durch die offenen Knie nach unten lang gezogen wird. Komm dann langsam zurück. Bewege mich jetzt frei, wie ich es aus meiner Mitte heraus empfinde. Die Bewegung ist die gleiche, nur öffne ich mich in alle Richtungen. Achte hierbei auf meine innere Dehnung,
Blockaden und genieße. Komm jetzt wieder mit zurück zur Mitte und komm wieder in den Reset. Dehn mich aus der Mitte lang nach oben, Energie zu deinem Herzen zurück und in den Dantien. Single Eel Swimmer. Mit dem Einatmen fließt die Hand nach oben. Mit dem Ausatmen sinkt die Hand nach hinten, unten. Hol wieder mit dem Einatmen die Energie nach vorne und bring sie zurück zur Mitte mit dem Ausatmen. Der ganze Körper kreist, alles ist offen, die Knie, alle Gelenke. Auch hier setze ich keinerlei Kraft ein. Folge der Hand mit meinem Blick. Stetig und ganz konzentriert. Dies ist eine klassische Schulterübung. Die Schulter wird in alle Richtungen gedehnt, solange ich die Hand ganz nach oben zum Himmel hin öffne. An und geh wieder in den Reset. Das ist jedes Mal eine Ausrichtung Himmel, Erde und ich zentriere mich in meiner Mitte. General Monkey Stretch. Zieh die rechte Hand nach oben, schau ihr hinterher und dann mit dem Ausatmen blicke ich zur unteren Hand. Dann im Wechsel zur linken Hand. Dabei dehne ich mich aus meiner Mitte heraus, ziehe ich mich lang von der Hand bis in die Fußspitze. Jede Seite. Mit dem Drehen des Kopfes massiere ich meine Nackenmuskeln und öffne mich wieder zum Reset. Monkey Standing. Ich halte die Hände von vorne, drehe Finger für Finger ein und ziehe die Hände an, die Schultern ganz nach oben, öffne die Knie, stehe fußlastig auf dem Vorderfuß und atme dann ein, drehe den Kopf nach rechts und atme aus. Atme ein nach links. Und atme aus. Bei der Drehung massiere ich meine Nackenmuskeln. Je höher ich die Schultern ziehe, desto besser. Mit dem Einatmen drehen, mit dem Ankommen ausatmen. Dann komme ich wieder nach vorne. Atme noch einmal ein, zieh noch einmal alles nach oben auf die Zehenspitzen und entspann nach unten. Öffne mich. Wieder Reset. Das bringt jedes Mal Hitze, die eventuell im Kopf aufkommt, in den Dantien zurück. Flow in Ribbon.
aus meiner Mitte heraus initiiert die Bewegung wie ein Band, das bis in meine Fingerspitzen geht. Energie strömt aus meiner Mitte heraus und fließt bis in die Arme hinein. Der ganze Körper ist offen, weich, beweglich. Mit dieser Übung massiere ich die Schultern, die Rippenbögen, Muskulatur. Die Mitte, den Bauchraum. Stärke die Beine. Alle Gelenke sind offen, alles öffnet sich. Gehe hier ganz nach meinem inneren Gefühl. Die Bewegung entsteht jeweils aus der Mitte und kommt wieder zur Mitte zurück. Aus dem Bauchraum, in den Bauchraum. Komm dann langsam wieder nach vorne und beende mit dem doppelten Aal. Geh wieder in den Reset. Eventuell jetzt aufgetretene Hitze lasse ich vom Kopf, vom Herzen nach unten abfließen in meinen Bauchraum, in meinen Dantien. Abschluss, Heavenly in Love. Push nach unten die Energie zurück in den Dantien. Führ die Hände voreinander nach oben, umkreis den Kopf und bring die Energie zurück in den Dantien, in die Mitte meines Körpers, in den Bauchraum zwischen Nabel und Nieren. Genieße den Abschluss. Und führ ein letztes Mal die Hände nach unten. Öffne mich zur Seite wie einen Ball, den ich einhole und leg die Hände auf den Nabel. Und komme an. Ruhe noch ein wenig nach. Lass die Energie in meiner Mitte sich sammeln. Und beende die Übung. Einen schönen Tag.